So, also angekommen bin ich schon mal gut in der Messehalle. Zwei, jetzt weiß ich zumindest, wo in Magdeburg die Messe, Messe ist. Messehallen. Also die Geräuschkulisse war natürlich sehr laut. Das lag sicherlich daran, dass ganz, ganz, ganz viele Kinder da waren, was natürlich auch sinnvoll ist bei so einer riesen Weihnachtsfeier. Ja, das hat man nachher überhört. Also das Bühnenbild war auch sehr schön. Sie stecken sich da so langsam auf ihren Plätzen und dann können wir hier loslegen. So, ich bitte langsam Platz nehmen und dann geht es hier auch schon los. Das ist bei meinen Veranstaltungen immer so. Den gehen Sie jetzt mal den ganz wichtigsten Menschen, die hier heute sind. Und das sind nämlich Sie, die Gäste dieser großartigen Weihnachtsfeier. Der erste Applaus ist bitte für Sie selbst. So, und den zweiten Applaus, damit wir alle ein bisschen warm werden und locker werden, den möchte ich jetzt für all die Menschen, die nachher hoffentlich anfangen zu schwitzen, die für sie arbeiten, die da hinten schon stehen und das Essen vorbereiten, die hinter den Kulissen, die sich um die Technik kümmern, die diesen wundervollen Tag vorbereitet haben. Einen herzlichen Applaus. Wirklich großartig aus und ich freue mich riesig, dass ich dabei bin und ich weiß, sie freut sich auch. Die Gastgeberin des heutigen Abends, Frau Alexandra Riesner von der AKB. Schön, dass Sie da sind, dass du da bist. Ja, liebe Kinder, ihr seid heute erstmal die Wichtigsten. Liebe Gäste, liebe Helferinnen und Helfer, also eigentlich alle Anwesenden, schön, dass Sie hier alle da sind und dass wir auch die Möglichkeit haben, in diesem Jahr unsere tolle Weihnachtsfeier hier in der Messehalle 2 veranstalten zu dürfen. Danke an Herrn Schiller als Hausherrin und sein gesamtes Team. Ja, was soll ich sagen? Wenn Sie hier alle rumstehen dürfen, ganz auch sprachlos. Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich nicht selten sprachlos bin, aber es ist toll. Es ist toll, hier runterzuschauen. Es ist toll, die vielen Helfer im Bäcker zu sehen. Es ist toll, die vielen Helfer zu sehen, die sich auch freiwillig bei mir telefonisch gemeldet haben und dann sagen, oh, wir kommen einfach, auf welchen Weg kommen Sie da? Dankeschön an alle. Ein ganz lieber Dank geht aber an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sehen meine verschieden gekleideten Menschen. Also alle, die blaue T-Shirts anhaben, wo die Tafel draufsteht. Das sind Mitarbeiter der Verwaltung oder der Projekte der AKB, die heute freiwillig hier nach ihrer Arbeitszeit für Sie unterwegs sind. Ich denke, das ist ein Riesenapplaus wert. Alle Beifall. Sieh mal eine Pinguin. Fällt der oder fällt der nicht? Fällt der oder fällt der nicht? Oh. Das heißt, die AKB Alexandra kriegt im nächsten Jahr wie viel Euro? 600! 600 Euro für einmal gegen Daniel Zimmermann, das war Weltklasse, weil der ist schon ein Problem gemacht. Zum Sportler des Jahres muss ich ganz weit weg kommen. Schön! Super, 600 Euro, die wir brauchen können. Wir werden uns neue Bildschirme für die Tafel anschaffen. Müssen auch in Anführungsstrichen, weil unsere doch schon etwas alter Schwarz sind, ich bin damit sehr gesprochen worden. Ja, Dankeschön. Weißt du, Sören, wir haben die ganzen Geschenke schon vergessen. Ehrlich? Zeig ich der Mensch. Kein Oder Mensch. Bietet die Schenke. Keine Ahnung. Hast du dich gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ja, ich hab's gehört. Wollen wir mal rufen? Okay. Rufen. Also der kommt ja nur, wenn man ihn ruft. Ja. Okay. Ruf mal ganz laut. Eins, zwei, drei. Weihnachtsfeier!
das nochmal. Auf drei. Eins, zwei, drei. So, wenn er jetzt nicht kommt, dann ist er zu Hause. Hey, Kollege Weihnachtsmann, es ist ganz schön spät, aber schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Ja, der ist schon alt. So. Damit ihr wisst, was jetzt passiert. Normalerweise haben wir überlegt, zu einer Weihnachtsfeier gehören natürlich Weihnachtslieder. Da haben wir jetzt überlegt, ob die Frau Riesner und ich euch gemeinsam jetzt die Weihnachtslieder vorsingen. Die beiden FCN-Lieder wollten unbedingt mitsingen bei den Weihnachtsliedern und dann haben wir. So, das war jetzt nochmal die Aufforderung, dass wir gleich alle mitsingen. Und deshalb bitte ich jetzt einen Riesenapplaus für den Chor der Grundschule Leipziger Straße. Lieder, die nie die Bürger sehen können. Der Weihnachtsmann ist da und alle sind voll aufgeregt. Hier auf die Bühne, Alexander? Ja, alle Helfer jetzt auf die Bühne. Genau. Und die Fotografen können dann die Sache herstellen. Okay, das Licht ist ein bisschen zu dieser Kante, das ist glaube ich ganz gut. Die Hübschesten bitte in die erste Reihe. Also alle. Liebe Fotografen, du kannst dir die zusammenbauen. Wenn du sagst, länger, dann. Jetzt wird das Essen serviert. Jetzt wird das Essen serviert. Wir haben hier jetzt ja, eine Karottensuppe, glaube ich, ist das. Und ich muss sagen, was die hier leisten, die laufen, hat jeder so seinen Tisch. Und dann müssen sie nach vorne rennen, holen das Essen und bringen es dann zu uns hin. Also alle Achtung, muss ich sagen. Und hier, die verteilen an uns das, die Getränke. Jetzt wird gerade das Essen verteilt. Also ich muss schon sagen, alle Achtung.
So, das ist jetzt mein Mittagessen hier. Oder das ist die Hauptspeise. Also die Erwachsenen haben hier Gulasch mit Rotkohl und Kartoffeln und die Kinder haben lecker Chicken Nuggets mit Gemüse und Kartoffeln. Eigentlich bin ich auch noch ein Kind. Nee, alles gut. Die Leute waren wirklich mega, mega fleißig. Jetzt gibt's Geschenke für die Kinder. Mein Nachtisch, also der Nachtisch war auch mega lecker. Die Kinder haben sich alle so sehr gefreut über die Geschenke. Also das konnte man richtig sehen, so in ihre Augen. Das war schön zu sehen. Vielen Dank nochmal an das gesamte Team von AQB, von der Tafel und alle, die da mitgeholfen haben. Es war wirklich toll, das Essen war toll, die Logistik war toll, alles prima gemacht.